Minecraft Deutsch im Jahr 2022. Man sieht auf YouTube irgendwie nur noch Challenges, Projekte oder irgendwelche Sachen auf TikTok probieren. Aber so einfach ein Minigame zu spielen und daraus ein Video zu machen, sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr. Und wenn dann einfach aus Stream-Highlights. Deswegen dachte ich mir, yo Noah, reiß mal zurück in die Vergangenheit und mach mal ein ganz normales Minecraft-Video. Minecraft Mario Party. Ein Spiel, was ich wirklich sehr oft und zwar fast täglich in den Streams spiele. Mittlerweile so oft, dass ich in den globalen Stats Platz 68 bin. Und es gibt auch immer viele Leute, die mich fragen, yo Noah, suchtest du dieses Spiel 24/7 oder wieso bist du so gut oder so? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin nicht der allerbeste Spieler in dem Modus. Ich spiele einfach nur sehr viel, beziehungsweise spiele ich für meine Verhältnisse viel, obwohl ich halt sehr viel arbeite. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde. So, wir gönnen uns einfach mal entspannt eine Runde Dresher Island. Wir sind ca. 16 Spieler in der Runde, es ist auch schon fast 0 Uhr, also... Wir würfeln eine 2. Prima. Buntes Chaos ist das erste Minispiel. Natürlich ist es auch mega glückabhängig, wie du in diesem Spiel abschneidest, zumindest auch in manchen Minigames und auf jeden Fall beim Würfeln. Zu diesem Spiel kann ich direkt meine Frage stellen, und zwar ihr im Chat, was, oder in den Kommentaren, was habt ihr für Farbschwächen? Ich habe in dem Spiel hin und wieder mal bemerkt, dass ich eine Farbschwäche zwischen blau-lila, grau, pink und auch zum Beispiel bei grün und gelb habe. Und das habe ich auch schon früher gemerkt, aber jetzt ist es eigentlich offiziell, diese Farben. Ich habe ein Problem damit. Huch. Nein! Das war zum Beispiel gerade so ein Thema. Ich dachte, vor mir ist lila, aber vor mir war blau und deswegen bin ich gestorben. Eine 4 und eine 3. Schießstand. Ein Spiel, bei dem es echt wichtig ist, die Power-Ups zu bekommen, und zwar die richtigen. Da ist immer sehr wichtig, die richtigen Items zu bekommen. Wir bekommen jetzt zum Beispiel hier doppelte Punkte. Und das ist ganz wichtig. Das macht so viel Unterschied bei den Punkten. Also wenn ihr mal das Scoreboard verfolgt, da bekomme ich gerade mega viele Punkte. Vor allem, wenn du die goldenen triffst. Und dann bekommst du aber statt 6, 12 Punkte oder so. Und das haut dann halt übelst rein. Da hinten sind auch dann die Hühner, die hier runterkommen. Das ist zum Beispiel ein echt krasses Glücksgame, weil... Imagine, du hast jetzt die ganze Runde kein einziges Mal mal 2 Punkte, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Okay, wir sind fast Erster geworden, GG. Eine 6, ja! Und eine 5. Das Beste, was man als Zweitplatzierter würfeln kann. Bockjam. Bicup und Ansgar sind auch im Ranking sehr hoch. Also das könnten wirklich gute Konkurrenten hier sein. Mal gucken, wie die Runde ausgeht. Sammelwahn. Ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht. Vor allem, das kennt man ja so ein bisschen von Sammelfieber auf Timolia. Nur mit dem Unterschied, dass man hier keine Sachen craften kann, sondern es zählt nur das, was du natural einsammelst. Das heißt, wir haben uns jetzt die Bäume jeweils zweimal mit einmal Cut und einmal Original gegönnt. Man kann auch hier noch Blätter sammeln und außerdem auch die Stöcke. Das Huhn haben wir auch schon. Nice. So, ich habe jetzt keinen Stock bekommen, aber die Steine sind erstmal wichtiger. Sieht ziemlich gut aus. So ein Stock aus den Blättern wäre jetzt noch gut. Oh, ich habe ein Schaf gehört. Da! Jawohl. Nice, sehr schön. So, ich habe auf jeden Fall einen kleinen Abstand zum Platz 2. Replika. Wir bauen um die Wette. Falls ich übrigens fragt, wieso meine Cam so komisch ist. Ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Finde ich ganz schön für so eine Aufnahme. Im Stream eher ungünstig, weil ich da mein eigenes Overlay habe. Nice. Oh, ganz knapp. Oh, ich habe am Ende noch verkackt. Ich wusste nicht, was falsch war. Nice! Ich glaube, ich müsste der Erste sein. Jawohl, nice! So, wir hatten noch gar kein PvP in der Runde. Oh, man muss sich nur beschweren, man muss sich nur beschweren. Ja, also die beiden hier, die haben auf jeden Fall einen höheren Rekord. Ich glaube, die sind doch schwer zu besiegen. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. So, wir sind auf jeden Fall schon mal in der Mitte. Knockback-Schwert, sehr gut. Ah, nur ich mache mir ein Stück Eisenschuhe, obwohl ich schon 2 im Inventar habe.
Ciao. Es gibt übrigens auf dem Server auch mega krass toxische Spieler, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich manchmal beleidigt werde, aber irgendwie halten die sich gerade zurück. Hello, Mr. Mario. GG! Na, hätte schon besser würfeln können, aber ich bin noch Erster. Oh, der Abstand sind 13 Felder. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Das nächste PvP-Game. Einmal im Köcher. Und bitte, Leute, nennt es One in the Chamber. Ich weiß nicht, warum die das jemals umbenannt haben, aber dieser Name ist schrecklich. Bei diesem Game gibt es Runden, wo ich einfach richtig kacke bin. Dann gibt es wieder Runden, wo ich brutal gut bin. Also, das ist so... Manchmal läuft es, manchmal nicht. Okay, knapp, GG. Ja, eine 10, eine frische 10. Gönnt euch diese wunderschönen Zickzack-Quaffier-Cosmetics. So, Wettrennen, auch ein Spiel, was ich sehr gerne mag. Da gibt es momentan drei Maps. Da gibt es hier diese Schneemap, dann gibt es so eine Map im Grünen und dann gibt es so eine Wassermap, die so über Brücken ist. Das hier ist jetzt nicht meine Favorit-Map, aber ich glaube, man kann hier immer so abkürzen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist hier, wenn man jetzt hochgeht, dann so hier links auf der Seite runter. So, und hier vor allem gucken, dass man hier direkt nach... Oh nein. Das war nicht gut. Ist immer so übelst belastend, wenn du alles perfekt machst und dann... Bäm, Kopf an die Wand gehauen. Aber immerhin Dritter. Oh. Oh. Oh, wir haben gewonnen. Yeah. Das war auch bei meiner ersten Runde heute, also mega geil. Und da schreibt jemand BG. Ja gut, nicht jeder kann gewinnen, ne? Wir machen eine zweite Runde auch noch und wir... Oh, hallo. Spleef. Spleef ist halt auch so ein Spiel, wo dich einer chasen und du dann instant tot bist oder du kannst auch noch Glück haben und niemand chase dich. Oh. Wer mich chased, der bekommt Karma instant. Hallo, wieso staubsaugen sie? Was soll das? Oh, Wettrennen. Okay, die Map kann ich nicht so gut, aber wir geben unser Bestes. Boing. Da kann man noch irgendwie so drüber. Aber sonst so wirklich die krassesten Abkürzungen hier kann ich trotzdem nicht. Oh, oh nein! Wow. Wow. Das Spiel will mich hops nehmen. Hier ist auch so eine Abkürzung. Ich habe jetzt eh schon verloren. Ich kann das mal ausprobieren. Da kann man hier so rüberhüpfen, aber ich kriege das irgendwie nie hin. Also man kann auch versuchen, so zu spammen, aber das ist für mich unmöglich. Keine Ahnung. Uff. Aber gut gewürfelt für meine Niederlage. Oh, schon wieder. Okay. Nein, das war schon wieder lila-blau. Ich wusste Realtalk gerade nicht, welche Farbe ich da habe. Das ist schon krass, ne? BG. Mann, was ist denn jetzt schon wieder so toxic? Erst zweiter Platz, was jammerst du denn? Naja gut, es ist 0.16 Uhr gerade, also manche Kinder müssen da schon ins Bett. Und wenn die lange wach sind, dann machen sie Ärger. He is just a poor boy. Geiler Name. Nein! Ach, scheiße. So, jetzt brauchen wir wieder ein Minigame, wo ich gut drin bin. Hallo? Oh, Gun Game. Mit einem ziemlich coolen Kit. Oh mein Gott. Neuer Rekord. Ja, das war eine Runde. Holy shit. Oh, wow. Da gewinne ich einmal eine Runde und würfel das Schlechteste. Ich habe gerade als erster Platz das gleiche gewürfelt wie eben gerade. Komplett verloren. Aber gut, wir sind noch Erster. So, jetzt haben wir Duelle und der größte Schwitzer ist mein erster Gegner. Geil.
Ja, was soll ich machen? Die Hits auf Satoxian, wie ihr auch gegen Gungame gerade gesehen habt, sind echt böse. Also entweder du gibst voll aufs Maul oder du kriegst voll aufs Maul. Das gibt nicht, es gibt eigentlich nie so ein Zwischendurch. Und wenn du einen Kampf hier verlierst, bist du sofort weit unten, weil anstatt dass du 2 Punkte bekommst, verlierst du 1 Punkt. Das heißt, du bist dann schon mal 3 Punkte unter dem, was du eigentlich wärst, wenn du jetzt alle besiegen würdest. Ah, schade. Aber hey, immerhin Zweiter. Ja, eine stabile 8. So, 3 Felder fehlen mir noch. Jetzt bitte gönn ein gutes Minigame, bitte. Oh, bitte gönn ein gutes Minigame, bitte, bitte, bitte. Oh, oh, krass. Kommt drauf an, jetzt welche Map. Oh, die Map ist crazy. Da kill ich mich sehr oft selbst. Oh Gott, ey, ich war gerade so am Dryharden. Nein! Oh Gott, ey, dieser zweite Würfel hat mir gerade das Leben gerettet. Ja, mich hat doch niemand eingeholt, also GG. Das war eine nice Runde. Ja, Leute, damit war's das mit dem Video erstmal. Ich werde hoffentlich öfter mal wieder so Videos machen, einfach weil ich es trotzdem im Jahr 2022 noch nice finde, so normale Gameplays zu machen. Ansonsten vielleicht doch mal wieder ein Stream-Highlight oder was ganz was anderes, wie ihr wollt. Schaut auf jeden Fall auf twitch.tv/frozenort hier dabei, da streame ich sehr aktiv und joint auf meinen Discord. Link ist in der Beschreibung, da bekommt ihr immer mit, wenn ich live bin, wann ich live bin und könnt mir schreiben. Damit einen wunderschönen Abend noch. Ciao!